Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und selbstverständlich auch Eldorim zu einem neuen Part. Let's go, Evoli. Pokémon, let's go, Evoli, mit dem Zwergenfürst. Und heute sind wir hier auf der Nuggetbrücke. Nur wenn ich den Namen noch richtig in Erinnerung habe. Und weiter geht's heute. Hin zu Bilzhaus unter Umständen. Ja, könnte man so sagen. Und ja, hier sind einige Trainer, fordern wir sie heraus. Jetzt schon los mit dem ersten. Ein Käfersammler, wie es ausschaut. Das hier ist eine Brücke. Wenn du uns fünf Trainer besiegst, erhältst du einen super tollen Preis. Was das wohl für ein Preis sein mag. Ich habe keine Ahnung. Was könnte man am Ende der Nuggetsbrücke für einen Preis erhalten? Naja, wir werden es ja sehen. Aber das musst du erstmal schaffen. So, Käfersammler Leonardo fordert dich heraus. Und der kleine Da Vinci oder was? Ja, das zeigt mal wieder meine kultivierte Art, dass Da Vinci mal, ach du Scheiße, mein Team ist komplett weggerockt. da sollte ich vielleicht vorher mal in ein Pokémon-Center gehen, bevor ich jetzt hier auf der Brücke weiterkämpfe. Ich meine, den werde ich jetzt besiegen können, den Käfersammler, aber ja. Das sind noch die Folgen von dem Rivalenkampf. Ja, so sieht's aus. Oh man, hab ich gleich vergessen, mein Team zu heilen. Ich werde doch jetzt wohl nicht gegen den kleinen Fratz hier verlieren. Oh oh. Naja, komm, Blutzug, den werden wir besiegen. Das kriegt Evoli wohl doch noch hin. So süß, das Evoli. Einfach putzig. Besiegt. Dann war es geschafft. Seht ihr. Und ja. Da war Leonardo besiegt. Wow, du bist gut. Das war ja ein spannender Kampf. So, mal schnell das Team heilen, gehen, Team aufheilen, im Pokémon Center, na komm, hier, und wir zwei kleinen Süßen, lassen uns mal heilen, die Zwerge wir und, ja, und das Evoli, und der Rest meines Teams, das ist natürlich genauso süß. Na dann. Ach so. Ich wollte hier noch im Pokémon Center mal mich umgucken und mal mit den Leuten sprechen. Habe ich bemerkt im Schnitt des letzten Parts, dass ich hier noch gar nicht war. Doch, ich war hier schon, aber ich habe mit den Leuten noch gar nicht gesprochen. Oh, dein Evoli sieht aber äußerst vielversprechend aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Lage ist, eine der neuen Attacken zu erlernen, die ich erschaffen habe. Möchtest du, dass ich ihm eine meiner fantastischen Attacken beibringe? Ja, sehr gerne. Ein Blubsauger, Knisterladung und auf Lackgebrannt. Okay. Jetzt haben wir eine Wasserattacke, eine Elektroattacke und eine Feuerattacke. Ja. Da ist ja wohl klar, was wir nehmen. Also, ein Elektro-Pokémon haben wir schon im Team. Wasser fehlt uns, glaube ich, noch ein bisschen. Aber Elektro haben wir schon. Wasser, naja, kriegen wir auch noch. Ja, uns fehlt ein Feuer-Pokémon. Obwohl gegen Misty in der nächsten Arena ist wahrscheinlich Blitz das Bessere, also das Elektro das Beste. Aber gut. Und wir denken mal weiter hinaus, also weiter auf das, so ein bisschen an die Zukunft denken, nicht nur an den nächsten Ohren. Den kriegen wir schon mit Pikachu hin. Soll eine bekannte Attacke durch Flackerbrand ersetzt werden? Aber sowas von.
Tackle Doppelkick Sandwürmel Ruckzuckhieb. Sandwürmel. Ruckzuckhieb nicht. Nee, das ist mega stark. Das wird nicht vergessen. 1-2 und Schwupp. Wegkehrt Sandwirbel vergessen und Flackerbrand erlernt. Na super. Es ist wichtig, einen guten Draht zu seinem Pokémon zu haben. Achte darauf, dass ihr stets fantastisch miteinander auskommt. Immer noch. Und du so? Es gibt zwei Arten von Angriffsattacken. Physische Attacken und Spezialattacken. Wenn der Angriffswert eines Pokémon hoch ist, sollst du ihm physische Attacken beibringen. Und die anderen sind psychischer Natur oder was? Wenn du mit Freunden tauschst, kannst du eine Vielzahl verschiedener Pokémon-Arten erhalten. Aus dem Steigen per Tausch erhalten der Pokémon schneller am Level auf. Aha, gut zu wissen. Let's go Evoli und Let's go Pikachu laufen neben mir hinterher. Dieser Bill, ich habe gehört, um seltene... Das habe ich jetzt überlesen. Ich habe gehört, um an seltene Pokémon ranzukommen, würde er das tun. Ja, den werden wir hoffentlich bald mal treffen. Hey du, sag mal, möchtest du einen Radfratz gegen meins tauschen? Ja. Habe ich denn eins? Du hast nicht das Pokémon, nach dem dein Tauschpartner sucht. Ja gut, das ist eine Alola-Radfratz, habe ich gerade gesehen. Cool. Da müssen wir uns wohl einen Radfratz besorgen, auf der Route da hinten. Hat man hier schon vom Bild aussieht. Jeder nennt ihn den Pokémoniac. Ja, da hat mir gerade der Typ da vorne was von ihm erzählt. Aber ich glaube, die Leute sind bloß neidisch auf ihn. Wer würde nicht mit einer Sammlung wie der seinen prahlen wollen? Ja, da kann man schon mal neidisch werden. Ich weiß nicht, wie groß seine Sammlung ist, also ich kenne mich da nicht aus, aber bei einer großen Pokémon-Sammlung, ja, kann schon. Hey, Pikachu, was hast du denn da gefunden? Pikachu, zeig her. Pikachu? Na, was hat er denn da? Elephant Dragon schnuppert an den Blumen. Ah, okay, wollte nur ein bisschen schnuppern. Soll er machen? So, Team ist hoffentlich geheilt. Ja, super. Na dann, Horror Knight immer noch an der Spitze. Ja, der soll sich mal irgendwann entwickeln. Ja, weiter in den nächsten Kampf. Wir wollen die Trainer hier mal besiegen. Und unseren Preis erhalten, unseren mysteriösen Preis, was das wohl sein mag. Ich bin die Nummer 2, jetzt wird's ernst. Das scheinen dieselben Texte zu sein wie in Pokémon Game Edition. Ich bin die Nummer 2, das haben die auch gesagt. Kann das sein, dass das die... Kennst du eigentlich denselben Text sind? Ich glaube zwar nicht dran, aber wäre cool. Und warum ist die Brücke auf einmal so breit? Auf einmal hat sich da ein Kampffeld aufgetan und die Brücke ist mega breit. So schaut's aus. Ja, Muscapador, Klatscher. So ungefähr. Wie wär's denn? Mein Team ist noch ein bisschen unterlevelt. Alpha Dragon. Kannst du mal jetzt deine Elektroattacken in einem Wasser-Pokémon austesten. Enton, ein Wasser-Pokémon, ja. Es gibt Leute, die sind mehr Wasser als Enton, aber ja, es ist ein Wasser-Pokémon. Blitz ist doch, oder? Ist doch effektiv, oder? Irre ich mich da. Oder ist es andersrum, Wasser-effektiv gegen Blitz? Ja, scheint auch so zu sein, aber was ist denn effektiv nochmal gegen? Wir müssen dann gleich mal ein Pokémon vorzeigen, was effektiv ist. Ich wollte es nur mal sagen. Mary, ja, die brauchen wir im Team. Aber im letzten Pokémon Gelb Part, der ist nicht lange her, dass der online kam, dass ich den gedreht habe, haben wir gesehen, dass ein entwickeltes Kleinstein mit seinen Attacken nicht schlecht ist. Ist nicht von schlechten Eltern. Und auch das Kleinstein scheint hier einiges auszuhalten. Tackle ist nicht so sonderlich stark, aber also Enton kann da nicht viel ausrichten. Und Finale und Explosion und Schaufler und so weiter, das sind also gar nicht so schlechte Attacken. Dann später im Kampf gegen Pyro
könnten wir es dann gebrauchen. Irgendwann hier wird es vielleicht ein bisschen leichter sein, aber ja. Ja gut, Marie ist besiegt. Los, Peter. Wir müssen diesmal ordentlich trainieren hier. Es kann in diesem Projekt nicht so sein, dass wir bei Pyro dann ankommen und... Ja. Oh, Pflanze gegen Wasser. Da war doch... Pflanze gegen Wasser ist effektiv, oder? Pflanze... Ich weiß es nicht mehr. Ich kann die Stärken nicht. Ich glaube ja, Feuer war gegen Pflanze, Pflanze gegen Wasser und Wasser gegen Feuer. Ja, da brauchen wir für Mistys Arena wohl am ehesten das Paper. Oder? Pikachu. Ich weiß es nicht, was da am besten ist. Ich bin die Nummer 3. Mich tust du nicht so leicht besiegen. Tust. Da habe ich mich das verlesen in der Annahme, er spricht das falsch aus. Ja. So eine wahnsinnige Unterschätzung von kleinen Kindern. Zwerge. Dann würde ich mal sagen, darf Pepe gleich mal weiterkämpfen? Los, du bist dran! So, los, Pepe! Mein Knopensa! Zack! Ja, nicht schlecht. Jetzt komme ich mit Rankenhieb. Na gut, Sandon ist jetzt nicht unbedingt ein Wasser-Pokémon, aber ist auch effektiv. Na komm, Pepe, das kriegst du hin. Der schlenkert da so im Wind rum. Schlenker. Ja, schlenkern, das ist auch wieder so ein Wort. Ja, ich hatte gerade kein besseres Wort, sorry. Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Irgendwie so ein Wort, was ich von meiner Oma, von meiner Großmutter geerbt habe. Ja, passt ja zum Zwergenfürst, also habt euch mal nicht so. Kann nicht mehr. Du gewinnst 200 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen Knups hervor. Haben wir es mal endlich mal wieder gesagt. Mit den letzten paar Kämpfe ausgelassen. Die letzten paar Kämpfe, die ich in diesem Part schon gemacht habe. Alles klar. Du erhältst 3 Pokébälle. Ich bin wie immer natürlich komplett durch den Wind. Ah, noch 3 sind's. Da steht noch einer unterhalb der Brücke. Nicht unterhalb der Brücke, aber jenseits der Brücke. Ich bin die Nummer 4. Na, wirst du schon langsam müde? Na, ich werde niemals müde. Ich kann auch ewig weiterkämpfen. Greena fordert dich heraus. Alle nur mit einem Pokémon. Und wir haben schon gesehen, dass es geht. Dass manche Leute mehr als ein Pokémon haben können. Also, warum? Warum habt ihr nur ein Pokémon? Woran liegt's? Ist ja nicht so, als wären das Regeln hier in diesem Spiel. Weil scheinbar kann man sich auch nicht dran halten. Ich hab schon, also es waren auch schon nicht nur meine Rivale, sondern es waren auch schon Wanderer unterwegs. Ich glaube, einen wilden Trainer, den wir besiegt haben, der hatte 2 oder 3. 2 oder 3 haben wir schon gesehen. Ich glaube, einer hatte sogar 3. Also, woran liegt's? Seid ihr alle so treu und so den Regeln treu und so, ja, gesetzesvermissen, dass ihr euch sagt, ja, das ist eine Regel und daran wird sich gehalten. Und komme, was wolle, da wird es gibt halt hier nur ein, es gibt nur ein Pokémon. Sind das nur die wenigen Leute, die sich sagen, scheiß aufs Gesetz, fuck the police oder so. Das habe ich jetzt nicht, das darf ich jetzt nicht so laut sagen. Schlimmes Motto. Nein. Böse. Das werde ich nie wieder wiederholen, diesen Spruch. Nehmt sowas nicht in den Mund, Kinder. Das habe ich gerade so lustig ausgedrückt, aber ganz im Ernst mal. Da können wir auch mal drüber reden. Wird es demnächst mal vorkommen, da hinten. Die Polizei, die ist hier im Spiel wirklich trollotastisch hier. Ich bin die Nummer 5. Ich mache dich Platz.
Nummer 5 schon. Ja, das kriegen wir hin. Obwohl das Team geschwächt ist, das kriegen wir trotzdem hin. Camper. Oh, miese Camper. Camper sind wirklich mies. Nicht nur in Pokémon spielen. Was Horror Knight? Ja, Horror Knight ziehe ich mal lieber zurück. Obwohl gegen ein Fukano. Setzt da einmal Platsche ein. Ja, komm. Darfst du mal. Garbodor setzt Platsche ein. Biss. Okay. Ich ziehe ihn schon zurück. Los geht's. Du bist dran. Einwechseln. Wenn das nicht Vulcano wäre, dann würde ich jetzt Evoli rausholen und mal die neue Attacke ausprobieren. Aber das ist ein Vulcano. Deshalb sage ich Windstoß. Na komm. Hau ihn aus den Socken. Aus den Socken hauen sieht aber anders aus. Auch wenn Vulcano keine Socken hat. Aber ja. Scheint so, als ob Blacky gleich dran ist. Kopflos. Versuch's wenigstens. Geht's. Zack. Boah. Fast die Hälfte. Er hat sein Bestes gegeben. Kit hat sein Bestes gegeben. So, Blacky, du bist dran. Mein letztes Trumpf. Du schaffst das, Blacky. Los. Rein in den Kampf. Ich frag mich, wann wir mal hier Klamotten wechseln dürfen. Also wenn Evoli einen neuen Notebook kriegt und wenn ich mal einen neuen Look kriege. Lackerbrand, das wird's nicht bringen. Ich nehme mal Ruckzuckhieb. Feuerattacke gegen Feuer. Ich weiß, ich bin so stark in Effektivitätsfragen, aber das Feuer gegen Feuer nicht wirklich. Das bringt, obwohl, ja, in Realität bringt das schon, kann man das schon irgendwie nutzen. Feuer mit Feuer in dem. Ist eine Möglichkeit, aber ja, nicht die beste. Na dann, letzter Trainer, wie es ausschaut. Auf geht's. Dann haben wir es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle 5 Trainer besiegt. Hier der großartige Preis für dich. Du hältst ein Nugget von einem dubiosen Trainer. Du verstaust das Item im Beutel. Übrigens, und das bleibt unter uns, möchtest du nicht Team Rocket beitreten? Und schwupp, oh, Team Rocket. Wann darf ich endlich mal Ja sagen? Es wäre doch mal interessant, wenn ich mal in einem Spiel mal der bösen Seite beitreten könnte. Wenn ich mal in Pokémon einfach mal Team Rocket sein dürfte. Ich sag's glaube ich in jedem Projekt wieder, aber das wäre doch mal geil, wenn man auch mal die falsche Seite wählen könnte. Ist ja offensichtlich die falsche Weise, weil Seite mit solchen Rüpeln hier, das ist. Ja, aber es wäre mal cool. Also in Pokémon Gold, in Pokémon Hard Gold zumindest. Pokémon Gold habe ich noch nicht gespielt, aber in Pokémon Hard Gold darf man die Uniform mal tragen. Das ist schon mal ein Weg in die richtige, falsche Richtung. Wir von Team Rocket benutzen Pokémon dazu, unsere finsteren Pläne zu verwirklichen. Und bist du dabei? Du bist dabei, oder? Ihr seht nicht, wie ich nicke. Jetzt mach schon mit. Mach mit, habe ich gesagt. Ja, nick. Jetzt bräuchte ich mal eine Facecam. Ja. Seltsam, du siehst aus, als würdest du dieses großartige Angebot ausschlagen. Nein. Sieht hier, wie ich den Kopf schüttle. Nein. Tja, dann muss ich wohl ein wenig mehr Überzeugungsarbeit leisten. Ja, ich komme nicht. Verdammt, man hat gar nicht die Möglichkeit. Das ist voll Tapur. Game Freak, was war denn das bitte? Oh, er hat 2 Pokémon. Ein starker Rüpel oder was? Oh, mir ist schwindelig. Hat sogar in den Kopf geschüttelt und in den Kopf genickt. Ich will mal Team Rocket sein. War das ein Hinweis? War das ein Wink mit dem Zaunfall? Oder eher mit dem ganzen Zaun? Wie jetzt Pernaco sagt. Warte, wenn wir schon dabei sind, hier jetzt Pernaco zu zitieren. Warte, ich muss auch noch gleichzeitig kämpfen. Flackerbrand, Zubat. Ja, jetzt können wir es mal sehen. Ich habe doch da so eine schöne App auf dem Handy.
Verbrennung. Wow, das hat was gebracht. Und was war das Zitat, was ich machen wollte? Sekunde. Ich habe hier, wie gesagt, diese hübsche App hier. Da kann man solche Zitate hier machen. Abwarten und Klappspaten. Euch Kandidaten kann man knicken wie Pappkarten. Ja. Kreischkrühl, Ausflip. Der Markus, der kann da mit dabei sein. Ich möchte weiter kämpfen. Los, Evoli. Kämpf weiter. Die Attacke, die habe ich jetzt nicht ganz gesehen, weil ich konzentriert war. Das habe ich vergessen. Ein Rauskram. Was habe ich gesagt? Welches Zitat? Tja, vielleicht fällt es mir wieder ein. Ich stelle mich mal wieder an wie ein abgelaufener Joghurt. Ja, genau so. Doppelkick. Versuchen wir es mal mit Doppelkick. So, mal jetzt hier den Markus beiseite. Ist jetzt mal gut. So. Alles klar. So, jetzt bin ich wieder im Spiel geschehen. Wenn es mir wieder einfällt. Ich hab's jetzt, ja. Irgendein schönes Zitat hatte ich da. Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept gekommen. Jetzt habe ich den Kampf auch ein bisschen vernachlässigt. Ich weiß nicht, welche Attacken ich jetzt eingesetzt habe. Irgendwie habe ich es schon, irgendwie habe ich es vergeigt, weil Smogmog ist noch da, Smogon. Und Decky ist vergiftet, Ich war nicht ganz bei der Sache. Das kann auch manchmal tragisch enden. Ruckzuckieb. Na komm, mach's jetzt mal zu Ende. Da war ich gerade ein bisschen durcheinander. Sorry. Du bist wirklich gut. Na, wenn ich mal konzentriert bei der Sache bin, dann bin ich mal gut. Ja, das ist richtig. Mit deinem Können hättest du eine glänzende Karriere beim Team Rocket vor dir. Welch eine Verschwendung von Talent. Ich wäre ja gern dabei. Ich will mal in einer Edition. Ja, komm, Game Freak, Pokémon. In der 8. Generation wäre das nicht mal geil, wenn man einen anderen Weg nehmen könnte, wo man sagen könnte, ja, wir spielen mal den Bösen. Das wäre doch mal geil, den Rivalen mal spielen können. Naja, komm, das wäre ein bisschen mittlerweile ein bisschen schwach, was auch schade ist. Das hat sich auch mal verschlechtert. Eine Parallelstory, wo man halt irgendwann mal sagen könnte, dass das halt nicht so linear ist, das Spiel. Also, ich weiß, Pokémon ist linear und das sollte man nicht unbedingt ändern, aber verlangen ja nicht eine komplette Umwälzung. Ich meine, sondern halt einfach mal so ein paar Entscheidungen, wo man halt komplett irgendwie mal ein paar Entscheidungen verkacken könnte oder mal, ja, so ein kleiner zweiter Weg, den man nehmen könnte, so einen bösen Weg. Dass man mal an einer bestimmten Stelle sagt, nö, ich will jetzt auch mal die Weltherrschaft an mich reißen. Oh, was haben wir denn hier? Ein Glumanda. Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Es tut mir auch total leid, dass dieses Glumanda immer noch so schwach ist. Ich würde es gerne einem fähigen Trainer übergeben, der es richtig trainiert. Also, ich habe 50 Pokémon gefangen. Du musst schon mindestens so viele fangen wie ich, sonst verdienst du meinen Glumanda nicht. Ach Mann! Hier gibt's keine Pokémon. Wo gibt's denn hier Pokémon? Ich muss Pokémon fangen. Das Glumanda wird mir hier verwehrt. Na komm, wildes Pokémon. Keine wilde Pokémon hier im Gras. Ah. Wie viele Pokémon habe ich denn gefangen? Gibt's da irgendwo in meiner Karte irgendwie eine. Wird da was markiert oder was irgendwie. Ah. Ist so schlimm hier, 50 Pokémon, ich kann doch hier nicht vorbeigehen und Mann, wie viele Pokémon habe ich denn gefangen? Das Zumba, das kann ich gleich an den Professor schicken.
Dann verrät er mir vielleicht, wie viele Pokémon ich gefangen habe. So, Belohnung. Flottbon. Flottbonbon. Du hast 3 Pokémon geschickt. Ja, gut. Anzahl der Pokémon, die geschickt werden. Ah, okay, ja. Kann ich das denn lesen? Kann ich das im Pokédex nachlesen? Das wüsste ich jetzt aber so gerne mal. Pokédex. Wie viele Pokémon habe ich gefangen? Gesehene Arten, gefangene Arten 12. Insgesamt gefangene Pokémon 11. Oh. Das ist noch ein langer Weg zum 50. Na, da haben wir wohl was vor. Ein bisschen was fangen. Oh, jetzt gab es jetzt hier eine. Ich glaube zwar nicht dran, dass es hier den Jugendglitch gibt, aber müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein bei den Trainern. Hier nicht alle Trainer auf der Route besiegen. Der da oben, der war das, glaube ich, der da bis ran muss. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Ich glaube, fast keinen Trainer besiegen. Nein! Da haben wir schon einen. Hey, weißt du was? Mein Freund ist richtig cool. Vorsichtshalber umgehe ich die mal. Obwohl ich weiß, dass man ihn hier anders kriegt, aber aus Gewohnheit. Es könnte ja sein, dass es hier was auf sich hat. Und das Kämpfen ist ja hier nicht so das Wichtigste. Ist ja wirklich so. Oh, das Team ist geheilt. Sehr gut. Und das Trainerkampf kann ich nicht fliehen. Das hatte ich gerade vor. los. Piper. Das ist ein Goldini. Und Piper mal trainiert werden. Das Hornet kommt zurück. So, Piper ist dran. Dann schleichen wir uns dann mal gleich vorbei. Soweit wir können. Und dann. Ja, Bill, ich komme. So, Kampf, Frankenhieb. Na komm, das würde den doch wohl alle machen. Das Goldini. Oder Goldini macht mich alle. Bevor ich einsetzen kann. Das kann natürlich auch sein. Uh-oh. Bevor ich ihn fertig kriege, meine ich. Das wird eng. Ruckzuckieb. Zack. Komm, Pepe, halt aus. Pepe, ich glaube an dich. So, super. Pepe hat sich mal wieder bewiesen. Damals, wie geschafft. Blacky, reicht Level 15. Naja, die hat es nicht so nötig. Und muss mal trainiert werden. Und ich gehe natürlich mal wieder siegreich aus dem Kampf hervor. Und Zerschneiderbusch, da können wir noch nicht ran. Nein! Okay, die wollte umgehen. Mist. Meine Freundin hat jede Menge süße Pokémon. Ich bin furchtbar neidisch auf sie. Bitte nur ein Pokémon. Wie üblich halt einfach. Oh, 2. Ich habe sogar 2 Pokémon. Oh man. Oh man. Na komm, die kriegen wir auch hin. Hornite. Mein Wasser-Pokémon hier. Oh, Hornite. Platscher. So ungefähr. Blacky. Da kann Blacky mal verkohlen. Was Blacky? Ganze Pokémon. Du bist dran. Na komm. Du schaffst es, Blacky. So, Säure. So, der Part ist auch schon lang. Müssen wir gleich mal beenden. Sehe ich gerade auf die Uhr. Zack. Boah, das war ein super Hit. Mit einem Schlag besiegt. Na dann. Und weiter kämpfen. Blick ist dran und Feuerbrand, Flackerbrand. Feuerbrand, genau. Blick hat Kid besiegt. Nee, das war ein generisches Taubsi. Ganz so schlimm ist es nicht. So, Maria reicht Level 9. Sehr gut. Steinwurf. Ja, wann entwickelt sich hier wohl mal ein Pokémon? Ein Eglar können wir vergessen, ja. Das braucht keiner. Ein Zweig und Schwupp. Maria hat einige da vergessen und Steinwurf ernährt. Sehr gut. Haben wir es auch mal geschafft. Auf deinen Sieg bin ich aber kein Stück neidisch. Du gewinnst 240 Pokémon und gehst siegreich aus dem Kampf gegen die nörgelnde Dame hervor. 3 Pokébälle.
Genug. In Äther gefunden. Na, wenn das nicht ins Ätherparadies geht. Naja, nicht bei diesem Spiel. Oh, wen haben wir denn hier noch? Ein Trainer, der uns aber nicht so einfach durchlässt. Naja, komm. Auf geht's, den kriegen wir auch noch hin. Du bist jetzt auf dem Weg zu Bills Haus, oder? Naja, viele andere Häuser gibt's ja, ja wohl nicht auf dieser Route. Aber jetzt liefern wir uns erstmal einen Kampf. Na dann, hau rein. Dich werde ich auch noch schaffen. Mit deinen zwei Pokémon. Angler Alvaro fordert dich heraus. Angler Alvaro setzt Carpano ein. Oh, was für ein Zufall. Los, Horror Knight. Carpador gegen Carpador. Na, das ist ein Muss. Na komm, machen wir einfach mal. Einfach aus Spaß. Los. Platscher. Nichts geschieht. Horror Knight setzt Platscher hin. Nichts geschieht. Los, Horror Knight. Platscher. Ziehen wir das Ganze in die Länge. Nichts geschieht. Horror Knight setzt Platscher hin. Nichts geschieht. Los. Platscher. Nichts geschieht. Platscher. Nichts geschieht. Und los. Los, Horror Knight. Platscher. Platsche ihn zu Tode. Nichts geschieht. Horror Knight setzt Platscher ein. Nichts geschieht. Platscher. Los. Du platscht ihn zu Tode. Platscher. Nichts geschieht. Und Horror Knight. Nichts geschieht. Ja, okay, jetzt ist mal langsam gut. Hatten wir unseren Spaß. Du bist dran, Pepe. Jetzt haben wir mal ein bisschen vor uns hingeplatscht. Muss auch mal passieren. Ja, sorry, mein Humor. Nichts geschieht. Jetzt geschieht hier mal was. Rankenhieb. Nämlich Rankenhieb, das passiert. Platscher. Jetzt geschieht. Rankenhieb, etwas passiert. Und zwar ziemlich viel passiert. Ja. Nichts geschieht. Rankenhieb. Zack. Und wenn ich jedes Mal 10 Cent kriegen würde, wenn hier in diesem Kampf nichts geschieht, gesagt wurde und noch wird. Na, jetzt kommt ein Krabby. Also weiterkämpfen. Ich glaube, dann könnte ich mir fast schon Eis kaufen, oder? Ich habe es nicht mitgezählt, aber könnte fast reichen. Aber nur fast. Eis ist mittlerweile teuer geworden. Rankenhieb. Okay, das ist nicht ganz so effektiv wie gegen Carpador, aber ja, bitte Pepe, das kriegst du noch hin. Silberblick, ja gut, geschenkt. Das kriegen wir hin. Na komm, zack. So, Krabby besiegen. Mr. Krabs. Blubber. Oh. Es könnte knifflig werden. Nicht nur knifflig, sondern. Verstehe, chaotisch. Ach ja. Sorry, meine Witze sind auch heute. Das ist halt. Das ist so unterirdisch. Unterirdisch. Ja. Ich sollte diesen Part sehr schnell beenden. Es ist nicht mehr aushaltbar. Das Niveau sinkt. Captain Niveau, wir sinken. Und zwar drastisch. Du gewinnst 560 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Carpador-Angler hervor. Du hast 3 Pokébälle. Wohl demnächst mal Pokémon fangen. Daran mangelt's nicht. Ja, und bevor wir hier mal in die Hütte reingehen, wer da wohl wohnen mag, speichern wir mal das Spiel ab. Und das machen wir im nächsten Part. Im nächsten Part geht es weiter hier an dieser Stelle. Selbe Stelle. Gleiche Welle. Oder sowas, ja. Wo ich das auch mal wieder her habe. Wenn euch nach oben euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Und ja, kein weiteres Video mit dem Zwangfest verpassen wollt. Das war schnell. Habt noch einen frostigen Tag gehabt. Euch wohl, habt da noch einen. Jetzt habe ich mich wiederholt. Wie auch immer. Glöckchen aktivieren. Haut da rein. Ciao, ciao. Ich wollte mal ein bisschen schneller machen, damit das hier mal vorbeigeht. Der Part ist lang genug. Ciao.
Ciao.